Hallo Freunde der Nacht, ihr habt euch entschieden, die Umfrage ist beendet, es wird Xenonauts 2 Let's Played. Wer mir nicht vertraut, dem verlinke ich rechts oben mal das Video, wo ich die Umfrage euch zeige. Da hat Xenonauts 2 halt gewonnen. Gut, wir wollen gar nicht lange rumquatschen, nur ein bisschen ein paar organisatorische Sachen. Ich glaube, wir haben das vor einem Jahr oder so gespielt, also als es relativ frisch, glaube ich, draußen war. Ich weiß es nicht genau, wartet mal, vorbereitet wie eh und je, einwandfrei, ja, doch. Im Juli ist es rausgekommen und wir haben das im Juli 2023 gespielt, beziehungsweise angefangen zu zocken. Und da hatte ich jede Woche 7 Videos rausgehauen, das werde ich jetzt im Moment nicht schaffen. Deshalb ganz wichtig, Freunde der Nacht, lasst ein Abo da und klickt die Glocke, sodass euch kein Video hier entgeht. Es werden aber mindestens 3 Videos jede Woche rauskommen. Die Videolänge wird zwischen 30 und 45 Minuten variieren, wahrscheinlich auch manchmal was drüber, einfach wenn wir gerade in einer Mission sind oder so. Und das alte Let's Play könnte ich euch auch noch verlinken. Dann könnt ihr mal reinschauen, wie es da halt so lief. Und wir werden, das Game ist ja nach wie vor im Early Access und es wird ja immer noch entwickelt. Und wir werden das genauso halten wie beim letzten Let's Play, wenn wir dann halt am Ende oder am Cap halt angelangt sind, wo nichts Neues dazukommt, keine neue Technologie, keine neuen Aliens. Dann werden wir das Let's Play dann hier halt wieder beenden. Beziehungsweise dadurch, dass wir halt so wenig Videos raushauen jede Woche, vielleicht kommen wir dann in Full Release rein. Jedoch, ich kann mir es nicht vorstellen. Denn schaut mal, wenn wir uns hier die Roadmap anschauen, da sind noch ungefähr die Hälfte haben sie geschafft von dem, was sie sich vorgenommen haben. Und vielleicht schaffe ich es ja auch in den nächsten Monaten noch mehr von den Videos hier zu produzieren. Deshalb werden wir ja wahrscheinlich schon irgendwann ans Ende gelangen. Aber mal gucken. Alles Spekulatius wollen wir nicht. Wir wollen zocken. Genügend gequatscht. Wichtig nochmal, Abo dalassen, dass euch kein Video entgeht. So. Jetzt habe ich es ein paar Mal gesagt. Einstellungen habe ich mir schon angeschaut. Sound sollte auch soweit passen. Wir gehen auf neues Spiel. Wir haben vor einem Jahr Veteran gespielt. Oder hatten wir Soldat gespielt? Ich glaube, es war Veteran sogar. Jetzt spielen wir Kommandant. Ja, ich weiß, ich bin verrückt. Die ultimative Herausforderung: Spieler, die Xenonauts 2 gemeistert haben. Sämtliche Kampfinformationen sind verborgen und Feinde sind viel tödlicher. Wir nehmen auch das Tutorial raus. Wie gesagt, guckt euch das andere Let's Play nochmal an. Da müssten wir das Tutorial hier drin haben. Wir spielen das Ganze im Iron Man Modus. Kann auch sein, dass wir nach einer Woche hier ausradiert werden. Dann werde ich wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen. Ihr seht hier den Unterschied, was das hier ausmacht. Also Veteran, eine halbe Million weniger, beziehungsweise mehr, wenn wir Veteran spielen würden. Wir spielen ja Kommandant. Anfangspanik ist höher, monatliche Finanzierung ist geringer bei auf Kommandant. Ihr seht das hier rechts unten. Wie sich das alles verändert. UFO-Waffenschaden geht hoch. Das Einzigste, was wir machen, oder ein paar Sachen werden wir uns aber trotzdem noch holen, weil Kommandant ist ja nicht automatisch im Iron Man-Modus, oder? Nö, genau. Aber wir nehmen trotzdem den Iron Man-Modus rein. Was wir uns anzeigen lassen werden, ist die feindliche Gesundheit. Einfach, weil man sieht es doch, wenn ein Alien zum Beispiel einen Kopfschuss bekommt und der halbe Kopf wegfliegt, ja, also feindliche Gesundheit anzeigen. Dann den verursachten Schaden wollen wir auch sehen. Wir wissen doch, was unsere Waffen für Schaden machen. Und die automatischen Kämpfe war ein, oder die Kämpfe manuell zu machen, die Luftkämpfe gegen UFOs war eine Katastrophe. Ich hoffe, Sie haben das umgeändert. Wenn Sie das aber nicht umgeändert haben sollten, wartet mal, was ich auch noch nachschauen muss. Freie Drehung zum Angriff. Das hatten wir auch nicht mit drin. Okay. Dann wollen wir das schon drin behalten. Die automatischen Luftkämpfe, wenn die wirklich immer noch so
beschissen sind, auf gut Deutsch gesagt. Verursachte Schaden anzeigen, feindliche Gesundheit anzeigen. Erfolgsschwierigkeit, Soldat? Was? Wir haben das doch alles hier oben gelassen. Ach so, wartet mal. Wenn wir jetzt die Anfangspanik, können wir die noch erhöhen? Nö. Man kann das nur nach oben bringen. Also hier die ganzen Prozente sind ja alle so geblieben und die Anzahl der Feinde ist ebenfalls noch übermäßig. Weiß nicht, wieso das da jetzt hier Soldat da steht. Nur damit wir, weil wir die Gesundheit uns anzeigen lassen. Verursachter Schaden. Ja. Also die zwei Sachen. Verursachte Schaden. Wir sehen ja, wie viel dann von dem Gesundheitsbalken weggeht. Also sehen wir ja mehr oder weniger den Schaden, den wir da verursachen, wisst ihr? Ja, das lassen wir alles. Es ist trotzdem auf Kommandant. Freie Drehung zum Angriff, dann geht das hier auf Rekrut runter oder wie? Nee. Ja, das ist halt so ein Ding. Dann müsste man sich halt direkt so hindrehen. Ach komm, das nehmen wir auch noch mit rein. Es ist trotzdem auf Kommandant. Ruhe jetzt, Leute. Es ist auf Kommandant. Weil hier oben, das ist alles schon heftig genug, dass es hier nur so ein bisschen, dass wir uns aufregen können, wenn wir verfehlen. Ja, also, das ist auf Kommandant jetzt hier. Kampagne beginnen. Ich halte jetzt meine Baba. Schon fast 7 Minuten gequatscht und noch gar nichts ging los. Grauer Tiger. Ja, nee, ist klar. Sahadum. Aber das kann natürlich sein, dass das andere auch so hieß. Sahadum. Der Vernichter. Nee. Sahadum. Der Verteidiger. Verteidiger. Der Erde. Ausrufezeichen geht leider nicht. Ja, so heißen wir. Genügend gequatscht, geht los. Auf. Anzahl der Feinde übermäßig, das wird gruselig genug. Los geht's. Nein, wir wollen das Tutorial nicht spielen. Wir kennen das Tutorial. The year is 2009. The world teeters on the brink of nuclear war. Tensions between capitalist and communist nations are at boiling point. Every opportunity for peace has failed, as if an invisible hand inexorably steers humanity towards annihilation. We Xenonauts know the truth. The dark forces poisoning our politics are not human in origin, and we must protect our planet against this extraterrestrial threat however we can. After years spent gathering information on an enemy that few believe exists, we are finally ready to strike back. The war for our future begins now. Das war das Intro. Die Welt ist nach wie vor in Ost und West unterteilt. Ich habe nur mit halbem Ohr hingehört, Leute. Aber ihr konntet es ja unten lesen. Das Jahr 2009 oder so. Da sind wir. Zeitungsartikel hatte ich auch noch kurz gelesen. Gorbatschow ist irgendwie tot oder was. Irgendwie gab es halt nie Perestroika, Glasnost. Und dann kamen die Aliens. Bin gespannt, was sich alles so getan hat. Viele Sachen werde ich bestimmt auch vergessen haben, aus unserem ersten Let's Play. Aber ich weiß noch, dass vor allem diese strategischen Missionen, die man halt benötigt, um das Spiel weiter voranzubringen, extrem schwer waren. Und da hatten wir halt schon richtig, richtig krasse Verluste. Black Screen, ja. Chefwissenschaftler. Ah, Kommandant. Escape to skip. Nö, wir pressen die Leertaste. Na endlich, kommt ihr auch mal. Willkommen in unserer Backup-Einrichtung. Ich hatte vor einiger Zeit einen Befehlsraum und darin ein Lager mit Notfallrationen. Ja, komm. Ich mache langsam, aber ich lese euch das jetzt hier nicht durch. Vor. Hatten wir doch schon alles.
auf gut Deutsch exponentielles Wachstum, auf gut Deutsch, er seufzt. Die UFOs in unserem Himmel erscheinen. Was? Die UFOs, die in unserem Himmel erscheinen, werden schon bald an Größe und oder Anzahl zunehmen. Subi. Höchstens ein paar Monate, dann geht das los, ja. Bitte wählen einen Standort für eine Anfangsbasis. Wir wissen jetzt, dass die Kreise bedeuten, dass das mit dem Radar, ich weiß gar nicht mehr, was wir letztens, wo wir unsere Basis aufgeschlagen haben. Gruselig. War das hier so? Ich denke ja, oder? Wir werden in Ägypten unser Basislager aufschlagen, beziehungsweise Nordafrika. So decken wir mit dieser einen Basis halt Europa und Afrika und noch ein paar Gebiete in Asien ab. Machen wir so? Ich würde sagen, ja. Afrika. Ja, komm, Afrika. Nehmen wir an, los geht's. Wir sind im Jahr. Steht gar nicht da. Steht nur Tag 1 da. Oho. Dann lasst uns mal anfangen. Also, Forschungsprojekte. Gibt's nichts. Doch, Situationsanalyse 5 Stunden. Gut. Dann gucken wir uns die Basis an. Was haben wir denn alles? Also, was wir brauchen unbedingt, ist eine Trainingskapazität. Da haben wir hier rechts Trainingscenter. Los geht's. Wo bauen wir das hin? Was kostet das überhaupt? 350.000. Yippie-ja-je. Das war, glaube ich, Generatorraum. Ja. Ranzoomen weiter kann man nicht. Lagerraum, Unterkünfte. Da lassen wir auch noch ein bisschen Platz. Werkstätten. Und hier ist das Labor. Wo bauen wir das Trainingscenter hin? Da geht's schon los. Na, bauen wir es hier hin. Ja. 350.000 Dukaten. Ärmer. Wohnkapazität. Da haben wir noch ein bisschen Platz. Wir müssen uns mal anschauen. Was haben wir denn hier an Technikern? Noch keinen einzigen, oder wie? Doch, 5 haben wir. Also brauchen wir ja gar keinen. Also, wir haben ja nur noch Platz für 2, aber das wird garantiert leer werden demnächst. Also, wir könnten jetzt schon die Produktion hier starten von Flugzeugen oder was? Von was? Luftwaffen. Stellt eine Ablativpanzerung für unsere Abfangjäger her. Ablativpanzerung und Treibstoffkapsel. Reichweite um 15% und Ablativpanzerung. Das ist doch neu, Leute, oder? Hatten wir hier irgendwelche Slots? Also die Waffen, ja, kann ich mich dran erinnern, aber Slots? Befestigung 2 von 4. Also könnten wir jetzt noch mehr hier dran montieren oder was? 2 von 4. Aber die Ladungskapazität wird uns wahrscheinlich dann einen Strich durch die Rechnung machen. Ach ja, hier konnte man ja dann auch festlegen, in welcher Reihenfolge die dann hier im Skyhawk drin sind. Test mal hier so eine Ablativpanzerung, kostet nur 25.000. Forschung läuft. Brauchen wir sonst noch was? Wir könnten noch so eine Radarantenne bauen, dass wir den Radius erhöhen, aber wir kriegen ohnehin ins Gesicht. Nee, das kostet auch viel zu viel. Ein medizinisches Zentrum. Ja, die Heilung würde halt nach oben gehen.
Ja, gar nicht mal so schlecht, wie ich finde. Wir haben ja im Moment noch gar kein medizinisches Zentrum. Baut man noch ein medizinisches Zentrum. Und dann sind wir auch schon bei den Soldaten angelangt. Präzision 36, ja, richtig mies. Aber hier gibt es auch ein paar Leute, die vielleicht noch besser sind, aber die bekommen eh alle ihre Chance. Ihr werdet sehen. Wir werden relativ flott Verluste haben. Und im Moment haben wir einen Scharfschützen mit einem schweren Kämpfer. Sturm, Sturm, Sturm. Eine Schildeinheit ist auch mit dabei. Gut, wir belassen das erstmal so. Da wird sich sowieso dann die Spreu vom Weizen trennen. Hier haben wir es. Haben wir überhaupt Medikits dabei? Das ist eine gute Frage. So, erstmal wieder reinfitzen. Ah, ja. Also die Schildleute haben keine Medikits dabei. Die Sturmleute ebenso nicht. Die Schützen haben Medikits dabei. Den können wir auch mal noch ein Medikit geben, weil der ganz schön stark ist, aber das Medikit ist zu schwer. Taktikmodul. Ein kleinen Bonus auf Präzision, ja. Taktische Rüstung. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Die haben alle taktische Rüstung an. Selbst die Scharfschützen. Wie schwer ist denn das Teil? 25 Scheibenkleister. Wenn wir das reinnehmen und hier so eine Munitionssache rausnehmen, ja, dann passt es doch. Dann belassen wir es dabei. Der ist einfach stark. Und zwei von diesen, also insgesamt drei Magazine werden wir bestimmt nicht verschießen. Habe ich überhaupt schon gesagt, von wem das überhaupt ist und der, wer der Entwickler ist? Nö, ne? Habe ich alles euch verschwiegen. Aber das haben wir eigentlich im ersten Let's Play schon gemacht. Der Entwickler ist Goldhawk Interactive und der Publisher Hooded Horse. So. Jetzt wisst ihr's. Weltkarte. Wollen wir noch was bauen? Wir haben noch 1,3 Millionen. Das geht ja erstmal richtig los, dann, wenn wir hier die Forschung durchhaben. Wo ist denn hier die Geschwindigkeit da? Situationsanalyse, das würde ich euch mal durchlesen. Ja, vorlesen. Betriebsdirektor, Kommandant, es sieht so aus, als würden die Geheimphase der Invasion zu einem abrupten Ende kommen. Also übergebe ich Ihnen offiziell die Kontrolle über unsere Organisation. Im Moment brauchen wir jemanden mit militärischer Erfahrung an der Spitze. Da die haben das immer noch nie umgeändert. Ausputzer nennen sie die Leute hier immer noch. Die Infiltratoren. Lina hatten wir, heißt glaube im Englischen. Wir nennen die einfach auch hier Cleaner. Da die Cleaner offensichtlich Interesse an uns zeigen, werde ich damit beginnen, sie genau unter die Lupe zu nehmen. Wir wissen immer noch nicht, wer sie sind. Sie tauchen jedoch immer pünktlich nach außerirdischen Aktivitäten auf und löschen alle Beweise, einschließlich unglücklicher Augenzeugen, aus. Ich werde sie wissen lassen, wenn ich etwas Interessantes entdecke. Unser Hauptziel ist es natürlich, genug über die Außerirdischen zu erfahren, um herauszufinden, wie wir die Invasion zurückschlagen können. Da wir nun endlich die nötige Technologie entwickelt haben, mit der wir die Aktivitäten der Außerirdischen zuverlässig aufspüren können, können ihre Soldaten und Piloten damit beginnen, sich auf Missionen gegen sie zu begeben. Unser Chefwissenschaftler würde sich zweifellos darüber freuen, die Leichen der Außerirdischen oder ihre Ausrüstung zu untersuchen, wenn sie sie zur Basis zurückbringen. Mit etwas Glück kann er vielleicht sogar etwas davon für unseren eigenen Gebrauch rückentwickeln. Übrigens, bitte widerstehen Sie dem Drang, den Mann mit seinem eigenen Laborkittel zu erdrosseln. Wir brauchen ihn für die Kriegsanstrengungen. Er ist wahrlich ein Genie und er ist unmöglich zu ersetzen. Selbst wenn wir es versuchen würden, glauben Sie mir, in Klammern.
Ihre letzte Aufgabe wird es sein, mehr Geldmittel aufzutreiben und unsere Organisation zu erweitern, damit wir den gesamten Planeten beschützen können. Denn die Außerirdischen werden zwangsläufig die Kontrolle über die Region übernehmen, wenn wir sie zu lange unverteidigt lassen. Aber ich überlasse es Ihnen, die Details auszuarbeiten. Am besten, Sie fangen gleich damit an, okay? Es ist noch Kaffee in der Kanne. Kaffee ist immer gut, aber mittlerweile ist es im Real Life jetzt hier zu spät, um noch mehr Kaffee zu trinken. Cleaner Hauptquartier. Deine Organisation arbeitet aktuell an der Lokalisierung des Hauptquartiers, von dem aus die Cleaner ihre globalen Operationen leiten. Diese Untersuchung schreitet schneller voran, wenn bestimmte taktische Cleaner-Missionen abgeschlossen werden oder wenn du Cleaner-Einheiten lebendig zur Befragung gefangen nimmst. Cleaner-Netzwerkfortschritt 1%, das erhöht sich dann im Laufe der Zeit. Können wir denn trotzdem jetzt noch irgendwas erforschen? Keine Forschung gewählt? Ja, es gibt halt leider keine Forschung. Dann ist es so. Dann warten wir mal ab, dass was passiert. Dass uns hier ein Fisch ins Netz geht. Neue Basis bauen, Finanzbericht. Wir sparen uns einfach noch ein bisschen das Geld. Taktische Mission. Wir müssen unsere Feinde vorübergehend aus der Atlas-Basis vertreiben, damit wir die wissenschaftlichen Daten und Vorräte bergen können, die wir brauchen, um den Krieg gegen die Außerirdischen fortzusetzen. Missionstyp Eliminierung, Biom Einrichtung. Verbleibende Zeit 3 Tage. Belohnung für Sieg, neue Forschungsoptionen. Effekt bei Niederlage, Spiel vorbei. Was ist los? Missionsbriefing anzeigen. Bei der Evakuierung der Atlas-Basis hat unsere Organisation wichtige Forschungsergebnisse zurückgelassen. Da die Cleaner Angriffstrupps die Anlage vor kurzem verlassen haben, wird sie jetzt nur noch von einer Handvoll feindlicher Agenten bewacht. Okay. Und wo ist das? Da. Effekt bei Niederlage, Spiel vorbei. Das war dann mal ein schnelles Let's Play. Zwingt uns jetzt das Spiel dahin zu gehen? Oder wie? Verstehe ich das? Geht ja schon gut los, Leute. Ich kann mich. Haben wir das in der ersten Let's Play auch gehabt? Naja. Was wollen wir machen? Einfach mal ein Kampfteam aussenden. Würde ich mal sagen. Flugzeug starten. Dropship starten. Los geht's. Ja, geht ja gut los. Autsch. Es sollen nur noch eine Handvoll Gegner da sein. Dann wird es schon nicht so schwer werden. Oh je, oh je, oh je. Taktischen Kampf beginnen. Ja. Auf geht's. Das haben wir uns schon durchgelesen. Ja, geht ja schneller als gedacht, oder? Ollen Cleaner. Bin gespannt, ob es wirklich nur eine Handvoll feindlicher Agenten sind, die da noch in der Atlas-Basis rumtümpeln. Kommandant, diese Mission ist von größter Wichtigkeit. Ja, klasse. Pass auf dir, wir kämpfen ja gegen irgendwelche Elite-Einheiten. Wir kriegen tierisch ins Gesicht. Ich ahne das schon. Wir haben bei der ja, wissen wir. Es stehen Forschungsdaten auf dem Spiel, die über Jahre gesammelt wurden. Alle säubern. Die Hauptstreitmacht der Cleaner ist bereits in ihre Heimat zurückgekehrt. Es sollte also nicht zu schwierig werden. Na,
Ja, in ihre Heimat werden die bestimmt nicht zurückgekehrt sein, einfach nur in ihre Heimatbasis, oder? Falls sie auf den General stoßen sollten, nun ja, das ist nicht der Zeitpunkt für Sentimentalitäten. Er ist nicht mehr auf unserer Seite. Kann mich null an daran erinnern, dass da irgendwie so eine Mission am Anfang war, aber es ist fast ein Jahr her, Leute. Es ist klar, dass man sich da nicht mal so richtig dran erinnern kann. Gut, die Schildleute, lass die mal vorrücken. Weiter rauszoomen geht nicht, näher ranzoomen auch nicht. Hä? Ging das nie? Hätte gedacht, man könnte weiter rauszoomen. Kamera nach links drehen. Das sind die verschiedenen Ebenen. Ja, wir werden sehen. Und drehen. Nö, konnte man auch nicht. Kommt, gehen wir da rein. Niemand zu sehen. 28 Zeiteinheiten. Erstmal wieder dran gewöhnen. Und einmal hinknien. Da, kostet 4 Zeiteinheiten. Ja, perfekt. Haben wir noch mehr Schildleute? Wir hätten vielleicht noch mehr Schildleute mitnehmen sollen. Hätte Fahrradkette. Wir werden 2 Angriffstrupps machen. Wir sind wie viele Leute? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ein 4er und ein 5er oder 3 Dreier? 3 Dreier ist mir bald ein bisschen zu wenig. Lieber ein 4er und ein 5er. Und unsere Leute schießen doch automatisch. War das nicht so? Wenn denen irgendeiner vor die Flinte läuft? Ich denke ja. Du wirst hier mal die Tür öffnen und sehen. Wow. Wow, wow, wow. Gleich mal schon den ersten Schuss uns verblättet. Das Blöde ist, dass das so weit weg ist und wir hier nur eine Schrotflinte haben. Bedeutet, wir sollten uns hier mal schleunigst wieder zurückziehen. Beziehungsweise, wie sieht denn das aus, wenn wir hier an den Scharfschützen dahin bewegen? 28, ja. Minus 40, weil der so blöd dasteht. So müsste es gehen. 31, ach. Bist du im Weg? Beweg dich mal bitte weg. Ja, das ist zu wenig. 31 ist einfach viel zu gering. Haben wir noch einen Sniper mit? Nö. Wir sollten 2 Sniper immer dabei haben und 2 Leute mit Schild. Vielleicht sogar noch mehr Leute mit Schild am Anfang. Kann das im wahrsten Sinne des Lebens, im wahrsten Sinne des Wortes Leben retten. Du hältst da mal die Stellung. Und hier auf der Seite. Mich irritiert, dass wir hier das nicht drehen konnten. Doch, ja. Schaut mal. Ging doch. Zwei, drei und hatten wir einen mit einer Schrotflinte noch? Nö. Dann gehst du noch mit deinem schweren MG dahin. Und ihr werdet ihm da oben einheizen. Wir könnten versuchen, uns hier
durch den Raum nach oben zu bewegen. Wäre eine Variante. Die A-Karte haben wir, wenn hier welche rauskommen. Runde beenden, Runde beenden. Jedoch, Leute, ist doch ein herrlicher Cliffhanger. Wir beenden die Runde in der nächsten Folge. Oder stopp, halt, wartet. Wie war das denn? Wann machten das der Ironman-Modus? Da müssen wir jetzt mal gucken. Weil es kann sein, dass immer am Anfang abgespeichert wird. Das heißt, ich glaube, so war das doch. Das war doch ganz komisch. Also müssen wir doch noch die Runde beenden. Ach. Kriegen wir das noch irgendwo raus hier? Ironman-Modus, wird das da erklärt? Aber ich glaube, so war das doch. Gameplay. Speicherung. Steht nichts dazu. Weil es halt Ironman-Modus ist. Ja. Speichern und verlassen. Nee, machen wir nicht. Ich glaube, immer am Anfang wird das abgespeichert. Wir werden sehen. Wir beenden die Runde. Sehen zu, wie der hier auf irgendjemanden schießt. Da kommen noch mehr Gegner. Echt? Blutende Wunde. Verliert jede Runde 5 Lebenspunkte. Und das ist schlecht. Sehr schlecht. Aber gut. Aber gut. So ist es halt. Jetzt können wir rausgehen. Ironman-Modus und so. So müsste es seinen Gang gehen, Freunde der Nacht. Denkt bitte dran, Däumchen nach oben, was in die Kommentare, ganz wichtig, Abo da lassen, damit euch hier kein Video durch die Lappen geht und natürlich die Glocke anklicken, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn hier auf dem Kanal ein neues Video von Xenonauts 2 oder von irgendeinem anderen Let's Play oder angespielt hochgeladen wird. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die dem Kanal hier die Treue halten und übrigens, wir haben 300 Abonnenten das allererste Mal geknackt. 300 Abonnenten. Vielen, vielen Dank an euch alle. Wir sehen uns in der nächsten Folge Xenonauts 2 wieder. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Also bis dahin, bye bye, euer Sahadum.